Warte, ach. Wir haben im vorigen Jahr ein Band, ein ganz ein Band, das man als Vorrat gesehen hat. Dafür ist aber eigentlich gar nicht berühmt geworden, sondern der eigentliche Ruhm bestand darin, dass sie dieses Verhältnis zu Nelson hatte und sie offensichtlich in der englischen Gesellschaft die Stelle geworden ist. Ich war offensichtlich alle immer begeistert, wenn sie diese Vorstellung gesehen haben. Pompeianischen Wandmalereien nachzustellen, pantomimisch nachzustellen und hat dieses in dieses Werk, das Hamilton herausgegeben hat über seine Vasensammlung, mit seiner Vorlage nach welchen Modellen hat er diese Vasen gemacht, und da sind wir wieder bei William Hamilton. Hamilton hatte also in Neapel eine große Sammlung solcher antiker Vasen zusammengetragen, damit hat er einen unglaublichen Erfolg. Ja, und in diesem Raum muss man sich die Hauptbilder direkt anschauen, so wie das Bild von der antiken Dracula. Das ist also eine antike Plastik, aber eine antike Malerei war bis dahin, also dann haben wir natürlich auch hier in diesem Raum, wo man weint, dass sich eigentlich als Hochzeitsgeschenk von Friedrich Heinrich von Oranien an Amalie. Publiziert worden ist, und eben diesen Ausschnitt, den finden Sie hier oben an der Decke wieder. Leicht verändert, man hat erst diesen. Hier in dem Anteil ist eine Ausweite bekannt. Da hat man natürlich sich auch wieder sehr stark an. Aus diesem Grund ist also an der Decke hier eine. Die Wandgliederung gemacht worden ist, das entspricht der Einteilung, wie man sie in den von Raphael gemalten Loggien im Vatikan in Rom gesehen hat. Das kann ich Ihnen ja auch nochmal zeigen. Sie sehen hier solche ganze Anzahl von Personen, zu denen der Fürst natürlich auch persönlich geblieben hat. Hatte ja 1768 in dieser Wand Philosophen und Wissenschaftler und auch diese Wand Regierungen zeigen, die auch in besonderer Weise geschätzt wird.